Die 12 zum Gruße und willkommen zurück zu Let's Play Sternenschweif. Wir haben gerade einen magischen Wasserschlauch bekommen hier. Müssen nie wieder Durst leiden jetzt, das ist sehr gut. Und wollen jetzt mal hier in der 4. Etage schauen, wie wir bei der 5. Etage das Wasser ablassen. Das war hier, glaube ich. Runter. Nein, die brauchen wir nicht. Genau. Der Miller-Zilla schaut sich das Rad genauer an, betrachtet dann die nähere Umgebung und lässt endlich ihre Blicke durch den ganzen Raum schweifen. Kann aber nichts erkennen, was mit dem Rad zusammenhängen könnte. Wollt ihr das Rad drehen? Oh ja. Zunächst passiert nichts, doch nach ein paar Umdrehungen vernehmt ihr ein ächzendes Geräusch. Jamila Azilla dreht weiter an dem Rad, bis es am Anschlag angekommen ist. Zwar könnt ihr im ganzen Raum keine Veränderung erkennen, aber aus der Ferne ist ein leises Rauschen zu vernehmen. Also, da fließt gerade das Wasser ab, eine Etage über uns. Und da müssen wir jetzt wieder hin. In die 5. Etage. Unter uns natürlich, oder? Über uns? Über uns. So, kein Wasser mehr hier drin. Hier haben wir den Schlauch gefunden. Und jetzt haben wir am einen Ende, ich meine, es war dieses. Nee, es war das andere, super. Am anderen Ende des Beckens ist jetzt eine Luke. Da ist sie. Die Platte ist so groß, dass ihr sie selbst mit vereinten Kräften wahrscheinlich nicht hochheben könnt. Wollt ihr es trotzdem versuchen, die Platte anzuheben? Ja. Nein, wollen wir nicht. Nochmal gegen, jetzt geht das. Nein. Wer hat denn hier die Brechstange? Sie. Da hat sie doch eine Brechstange. So geht es nicht, meint Jamila Azilla. Wir müssen ein geeignetes Werkzeug haben. Ach nee. Darum haben wir die Brechstange bei. Mit der Brechstange gelingt es euch auf Anhieb, die Platte an den Eisengriffen hochzuheben. Darunter befindet sich eine Treppe, die weiter in die Tiefe führt. So, das ist die letzte Etage, die wir machen werden. An dieser Stelle war früher wohl mal ein Durchgang, der jetzt allerdings zugemauert ist. Ihr alle schaut euch das betreffende Wandstück genauer an, klopft auf Probeweise mal dagegen. Hier wurde ganze Arbeit geleistet, das Wandstück ist mehr als massiv und mit euren Mitteln habt ihr keine Chance, hier durchzukommen. Jetzt wenden wir hier einen Zauber an, und zwar Hellsicht, Penetritzel, damit sehen wir durch die Wand jetzt durch und sehen, was dahinter ist. Aha, hier hinter ist was. Da können wir uns dann gleich hin teleportieren mit dem Teleportationszauber. Falls man keinen Magier bei sich hat, geht das trotzdem. Dann braucht ihr aber die Schaufel aus der ersten Etage oder ihr nehmt eine mit. Und dann könnt ihr in der 4. Etage, wo ich da freischaufeln konnte, könnt ihr einen Weg dahin finden. Das geht. Truhe, Schloss knacken. Schwert, Dolch, Knüppel, Wurfstein, 3 Kraftgürtel. Die nehmen wir alle mit. Wozu? So viele Kraftgürtel. Den werfen wir weg. Ja, Totenangst ist uns egal. Wir haben nämlich dann für einen Gleiter noch einen. Wir haben jetzt 2 von denen zu viel. Alle meine haben einen dabei. Und dann habe ich für einen Begleiter immer noch einen. Und falls mir einer verloren geht, weil der Begleiter abhaut, habe ich hier so einen Ersatzgürtel. Den gebe ich ihr, genau. Zack. So, jetzt sind sie richtig bombastisch stark, die Truppe. Was haben wir denn hier? Nach einem kurzen Untersuchung steckt der Miller den Doppelbartschlüssel in das Schloss und dreht ihn um. Das ist dieser Schlüssel, den wir in der ersten Etage ganz am Anfang der Mine bekommen haben. Also der war ganz wichtig, sonst hätten wir jetzt komplett zurückgemusst. Da haben wir wieder ein Loch
Fackel reinstellen. Quieken ist zu hören, da ist eine Ratte drin. Da packen wir unsere Finger diesmal nicht ein. Ah, das sind die heißen Platten. Genau, die Truhe ist unverschlossen. Auf der Frontseite ist eine Tafel angebracht. Nehmt des Gottes, solange ihr dessen bedürft. Doch bedient euch seiner nicht länger, als die Not gebietet. Ja, also das sind so Feuerschutzsachen. Haben wir hier noch irgendwo was vergessen? Genau, hier runter und da noch rein. Achso, hier runter geht ja gar nicht, ne? Dass die doch geht. Zack. Ja, hier Wasser, da kann man sich Krankheiten, glaube ich, zueignen. Gitter untersuchen. Oh, die Fingerfertige, stimmt, richtig. Die geht immer hier kaputt an der Stelle. Das ist natürlich jetzt blöd. Ist krank geworden dadurch. Tannes Drachenblut hat Fingerfertigkeit extrem runter. Das ist nicht gut. Ja. Dumpfschädel. So. Der geht's wieder gut. Ah, was ist eigentlich hier mit dem? Ist da jetzt was kaputt? Leicht beschädigt. Sehr gut. Weglegen. Und jetzt machen wir den Rapier noch. Kaputt. Da oben hin. Kriege ich nicht auf, doch. Jede Menge Klamotten. Schlüsselbund, Streitaxt. Der Miller-Erziller gewinnt plötzlich mit dem Schutt herumzufingern und legt nach kurzer Zeit eine Steinplatte mit zwei rostigen Eisengriffen frei. Wollt ihr die Platte beiseite heben? Ja, mach mal. Die Platte ist sehr schwer, aber schließlich gelingt es der Miller-Erziller und Tannes Drachenblut, sie beiseite zu schieben. Darunter befindet sich eine kleine Grube von etwa einem Schritt Tiefe. Auf dem Boden liegt eine Schatulle. Ja, die bergen wir mal. Der Miller-Erziller hängt sich in die Grube, wobei Tannes Drachenblut sie an den Beinen festhält. Als sie an den Grubenwand stößt, schnellen plötzlich zwei Steinblöcke aus den Seitenwänden und klemmen ihre Arme ein. Unter starken Schmerzen gelingt es ihr, die Arme wieder zu befreien. Aber selbst mit großer Kraftanstrengung lassen sich die Blöcke nicht mehr zurückbewegen. Die Schatulle muss wohl bleiben, wo sie ist. Das ist ein Zufallsereignis. Man kann die kriegen, aber wie alles wird es erwürfelt. Schade, dass wir sie nicht bekommen haben. Ist aber nicht wichtig. Ich meine, da waren nur ein paar Wertsachen drin gewesen. Und noch ein Astenil-Deutsch oder irgendwie sowas. Ich kann gerade mal in meinem Büchlein nachschlagen. Rups. Wo ist das denn? Ja, Astenil-Messer, ein paar Münzen aus dem Material. Oh, mehr ist da nicht. Pustekuchen. Also muss das nicht unbedingt sein. So, und wir werden uns jetzt gleich über diese Feuersachen drüber machen. Aber bevor das passiert, erstmal die Energie was höher machen. Haben wir nicht irgendwo noch Würsel? Da. Genau. 10 Stück. Und dieses Pergament schauen wir uns mal genauer an. Das erste Pergament ist mit einem regelmäßigen Organentmuster bedeckt.
Das zweite zeigt einen Satz Kleidung, bestehend aus Wams, Hose und Stiefeln. Das Wams ist mit einer Ornamentik verziert. Auf dem dritten Blatt ist das Ornament genauer dargestellt, zwei gekreuzte Hämmer über einen Amboss. Das vierte Pergament zeigt ein Bild, ein Schmied bringt einen plump wirkenden Gestalt das Schmieden bei. Auf dem letzten Pergament ist ein Amboss abgebildet, in dessen Mitte ein Kreis aufgezeichnet wurde. Eine brennende Fackel, die am unteren Bildrand beginnt, endet mit der Flamme im Kreis. Tja, wegwerfen, zack. Dieses Steinmedaillon war wichtig gewesen in diesem Text. Benutzen. Kann nicht benutzt werden. So, bevor wir aber hier weitermachen, Let's Play 45, machen wir einen Break. Die Zwölfe mit euch, nieder mit dem Namenlosen. Bis zum nächsten Video.